Zwar mit 3 Wochen Verzögerung, aber nun mit umso besserem Wetter ging die Nürburgring-Langstreckenserie endlich in die Saison 2021. Und ausgerechnet das Pole-Setter-Auto von Frederik Makowiecki, der Fricadelli-Porsche, kam nicht rechtzeitig weg. Dann allerdings kam der Porsche in Gang und nahm die Pole-Position ein vor den beiden Phoenix Audi. Und die sollte Startfahrer Frederik Makowiecki beim Sprint runter in Richtung von Kurve Nummer 1 verteidigen. Vor den beiden Phoenix Audi, während das Schwesterauto von Nick Tandy und Maxime Martin weit, weit rausging und viel, viel Boden verlor in der hektischen Startphase, in der sich ein Duell herauskristallisierte zwischen Makowiecki im Fricadelli-Auto, der aber beim Manöver des Rennens außenrum vor dem Tiergarten von Kevin Estre überholt wird. Mantai jetzt also vorne, Makowiecki mit Kollision beim Versuch dran zu bleiben gegen Nico Otto im neuen BMW M2 Cup. Dann die erste Serie der Stops, Mantai drin und auch Fricadelli. Und danach musste sich das Feld natürlich erstmal neu einreihen. Zunächst mal die Führung für die Mantai-Mannschaft, Fricadelli aber ganz, ganz dicht auf den Fersen, teilweise sogar etwas zu dicht wie hier im gewohnt hektischen Überrundungsverkehr. Dann die Attacke auf dem Grand Prix-Kurs und Fricadelli wieder vorbei an Mantai. Konrad mit dem Lamborghini gut sortiert, genauso wie der Wochenspiegel Ferrari. Anders sah es aus beim zweiten Fricadelli-Auto. Die Pechsträhne ging weiter, Reifenschaden hinten rechts für Nick Tandy. In der Schlussphase übrig im Siegeskampf Mantai, Fricadelli und die beiden Phoenix-Autos. Hier geht der Mantai-Porsche vorbei, setzt sich an die Spitze und das trotz einer Boxenstoppstrafe wegen Unterschreitung der Mindestzeit. Die beiden Phoenix-Autos mehrmals im Kampf um den letzten Platz auf dem Podium hinter den beiden Porsche, den letztendlich Niki-Team im grünen Elva-Auto für sich entscheiden sollte. Mantai gewinnt den NLS-Saisonauftakt 2021 mit Michael Christensen, Kevin Estre und Lars Kern, Frederik Makowiecki und Dennis Olsen von der Pole auf die 2. Und dann mit dem dritten Platz Michele Beretta und Niki Team im Phoenix Audi vor dem Schwesterfahrzeug. Ein spektakulärer Auftakt und mehr davon am 1. Mai-Wochenende bei NLS Lauf Nummer 2.